Von wem war der Bericht, Pascha? Von irgendeinem Fischer? Menschlicher. War das ein Fischer? Eines Patienten der Schule der Austreibung zu Perikum. Ein Patient, das klingt, als wäre er verrückt gewesen. Also wir haben Berichte aus dem Noenitenkloster und aus der Schule der Austreibung. Ich weiß ja nicht. Und die klingen wie ein Frosch. Die waren auch selber verrückt. Warum sollte man sowas sagen? Die KGA scheint es für wichtig zu halten. Sonst würde sie es uns nicht geben. Man wisst ja auch in dem einen Text, dieses PR-Mehr-Dossier, da geht es ja eigentlich um diese, wie hieß sie, Knochenotter, aber es heißt, dass die dort gesichtet wurde, wo die Dämonenarchen in die Welt kommen. Aber, also, ich dachte jetzt auch, das sind jetzt irgendwelche von diesen, also vielleicht Dämonen, die da in die Welt kommen und dann in ein Schiff rein, aber die verändern sich ja noch. Und wenn das Tiere sind, also oder komische Tiere, ich meine, die müssen doch auch geboren werden. Magister Brendigian, wie kommen denn die Dämonen auf die, naja, normalerweise auf die Welt? Naja, da gibt es verschiedene Wege. Manche Magier meinen halt, sie gezielt aus dem Äthergen herauszurufen und sie unter ihren Willen zu zwingen. Aber es gibt sicherlich auch Wege für sie, dass sie ja irgendeinen anderen Weg finden, irgendwie einen Durchgang finden aus dem Äthergen auf den Weltendiskus. Aber in der Regel werden sie gerufen und naja, verschwinden dann meist wieder, wenn sie ihren Befehl erfüllt haben. Aber mein gelehrter Herr, erinnert ihr euch an diese Krabbenmenschen, denen wir begegnet sind? Da meintet ihr doch auch, dass die irgendwie irgendwas Dämonisches an sich haben. Das glaube ich, das kann ich natürlich nicht sicher sagen, aber viele, gerade da, wo wir gegen diese Krabbenmenschen gekämpft haben, das war nun ein Gebiet, wo die Schwester Zar neidet, sehr stark war. Und nun alles, was dort war, ist halt durch extreme chaotische Verformungen und Veränderungen ausgezeichnet. Das heißt, die Ungeschaffenen können auch Teile der Schöpfung verändern, wie sie es da getan haben. Es heißt nicht unbedingt, dass sie auch alle aus dem Äthergen gekommen sind. Heißt es, dass es da vielleicht, also in der Nähe von Maraskan, irgendwo diesen Ort gibt, wo wenn man mit seinem... Also ich habe da schon mal Seemannsgarn gehört, dass es gibt so Gebiete auf der See, wenn man dort reinfährt, kommt man dann nie wieder raus. Und vielleicht gibt es dort ein Gebiet, wo man da mit seinem Schiff reinfährt und Pech hat, dass das eigene Schiff dann zu einer Arche wird. Kann das sein? Das will ich nicht ausschließen. Wie gesagt, wenn dort ein, ich nenne es mal, ein Tor in den Äthragin gibt und die Ungeschaffenen dort einfach hindurchsteigen können, dann kann es durchaus sein, dass sie nur einen Teil, von Teilen der Schöpfung Besitz ergreifen oder sie, ja, sie verändern oder dort hineinfahren und da drin, naja, leben möchte ich nicht sagen, aber dort, ja, sich dann in diesen Gegenständen befinden. Vielleicht sind diese Dämonenarchen genau so etwas. Wie war denn noch gleich der Bericht von dieser Matrosin oder wer sie noch gleich war? Das klang doch ganz so, als hätte die Arche ihr Schiff gefressen. Nun, es hörte sich am Anfang an wie ein Kampf gegen dieses Schiff. Aber ja, am Ende klang es so, dass die Arche das Schiff gefressen hat. Kann man nicht auch, wenn man diesem Bericht Glauben schenkt, kann man nicht auch versuchen, eine solche Arche von ihnen zu zerstören? Ich meine, wenn sie etwas verschlingt und das dann im Inneren ist, da müsste man doch, wenn man sowas wie Kasims Eisball oder so zur richtigen Zeit... Was oder war das? 14 Fässer Brandöl. Naja, dann müsste man es doch von innen eigentlich kaputt machen können, oder nicht? Kann man es auch von außen kaputt machen. Also ich meine, wenn das sowas wie ein lebendiges Schiff ist. Aber wenn man es von innen macht, dann macht man es direkt kaputt. Von außen ist die Chance, dass man es verfehlt, viel größer. Und wenn man es von innen macht, dann, glaube ich, geht man sicher, dass man es kaputt macht. Du meinst, dass es da drin irgendwo ein Herz oder sowas gibt, wie bei einem Tier?
Myria bekommt eine Gänsehaut. Wenn wir davon sprechen, dass es tatsächlich wie ein Tier zu handeln ist, dann vielleicht schon. Jedes Tier hat seine Schwachstelle. Und hatte Sani nicht genau das gesagt? Dass es sowas wie ein Herz gibt? Eine Region, in die sie gestochen haben und dann ist die Dämonenarche kaputt gegangen? Hm, sowas ähnliches, glaube ich. Wer hat das gesagt? Admiral Sani. Einer der Magier von dem Kapitän Sani. Aha. Das sind die, die uns nach Maraskan gebracht haben. Die haben wohl schon gegen sowas gekämpft und haben dann kleinere von diesen Wesen mal kaputt gemacht. Und da haben sie dann eine Schwachstelle gefunden. Ich verstehe. Aber ich habe jetzt so viel über Seeschlangen gehört. Sag mal einfach, Darius, wie groß ist denn eine Seeschlange? Und naja, wenn sie an so ein Schiff gebunden ist und sowas sieht, das muss ja... Also, wie groß sind die? 5 Meter? Sie streckt mal so die Arme aus. In dem Bericht, den ich vorgelesen hatte, stand, dass diese Arche so lang war wie die Mauern von Pericum. Wart ihr dort nicht schon mal? Wie groß ist das? Sehr groß. Also, hier in dem Text, den ich hier vor mir liegen habe, da heißt es ja, dass diese Knochenotter aus einem Seeschlangengerippe gebaut wurde. Und dass, naja, diesen Berichten zufolge, diese Otter 80 Schritt lang ist. Also, ich hoffe, das ist eine ausgewachsene Seeschlange, aber... Ah ja, erinnerst du dich an die Seeadler? Die waren ein bisschen mehr als 80 Schritt lang. Ja, also so groß ist dann eine Seeschlange. Ich würde es ja gerne als Seemannsgarn abtun, aber wenn zwei Leute unabhängig voneinander dasselbe erzählen... Das hat schon einen Grund, weshalb alle Torvaler sich vor den Seeschlangen fürchten und Svafnir, naja, am liebsten alle Seeschlangen tot sehen würde. Muss dich enttäuschen. Die Seeadler ist nur 50 Meter lang. Nicht mal, 43,8. Nicht mal. Das heißt, wenn wir irgendwie sowas von, ja, Länge von Pericum oder 200 Metern oder sowas, dann, ja, und dann auch nochmal so breit, also da passt die... Die Seeadler passt da mehrfach rein. Und sowas sollen wir töten. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich eine Seeschlacht geben. Und da wird das Ding dabei sein. Ich meine, jedenfalls kommen wir nochmal auf die Dämonenarche zurück. Ich denke auch, dass das, was Wascha sagt, Sinn macht und man sie von innen viel leichter töten kann als von außen. Aber dafür muss man sich erst einmal von so einem Ding fressen lassen. Und wenn sie so etwas wie ein Schiff sind, dann kann man sich auch vielleicht dort einschleichen als eine Art Besatzung oder so etwas. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch machen können, bevor man an jedem Ort in den Schwarzen Landen anfängt, erst nach unseren Gesichtern zu suchen. Naja, aber das ist wohl einfacher, als sie fressen zu lassen. Vielleicht kann man sich ja irgendwie durch die Außenhaut hineinhacken und sich dann den Weg suchen. Ja, hier die Seeadler, die hatte doch ihren Rammsporn. Nein. Das haben wir natürlich keine Seeadler, aber... Und keinen Rammsporn. Ich habe jetzt die Dämonenarche noch nicht vom Nahen gesehen, also noch nicht... Ihr wisst schon, also vielleicht haben sie so etwas wie eine Ruderkette. Steuerkette, wo man hochklettern kann und sich an Bord schleicht. Aber wie nähern wir uns unbemerkt einem so riesigen Schiff? Auf dem Meer kann es ja... Das können wir gar nicht tun. Sie werden doch unser Schiff sehen, wenn wir dorthin segeln. Also wenn wir sie irgendwo im Hafen erwischen, dann vielleicht. Richtig, der Bericht hier sagt, dass Objekt 7, und ich nehme daraus einfach mal an, dass es mindestens 7 Dämonenreichen gibt, wohl meistens in Boran stationiert ist. Und ich nehme an, dass die dann dort im Hafen liegt. Sagt Ephadaios, inwiefern unterstützt euch Effort bei dem Vorhaben? Ich meine, könnt ihr nicht irgendwelche Meerestiere benutzen, damit wir vielleicht von unten unter Wasser an das Schiff ankommen? Du meinst die heiligen Tiere Efforts, Delfine, dass wir mit ihrer Hilfe... Ja. Genau. Ich meine, wir tun ihnen ja nicht weh, wir wollen nur auf ihren Rücken schwimmen, bis wir am Schiff wären. Nun, ich habe selbst schon Geschichten gehört, dass in höchster Not der Herr Efforts seine Delfine ausgesandt hat, um Schiffsbrüchigen zu helfen oder so, und
Und auch der eine oder andere Effertgeweihte kann auch diese göttlichen Tiere zu sich rufen. Aber ich glaube, eine Arche würde diese Tiere vielleicht spüren. Als wir damals auf der Seeadler unterwegs waren und die Vorräte uns ausgegangen sind, da haben wir Jagd auf die Haie gemacht. Und der Grund war, dass uns diese Haie, die haben uns stets verfolgt. Und also ich glaube immer noch, dass die irgendwie unter der Kontrolle unserer Feinde standen. Also. Ich meine ja nur, so könnte man sich unter Wasser nähern. Und wenn einer mit diesen Tieren umgehen kann, dann sicher ihr. Ja, ich werde auf jeden Fall demnächst noch einmal den Effert-Tempel hier aufsuchen und nun meine Ausbildung fortsetzen. Vielleicht kann ich so etwas lernen, mit den Geschöpfen Efferts zu reden und sie um ihre Hilfe zu bitten. Das wäre toll. Ich bin noch nie auf einem Geschöpf Efferts gesessen. Meint ihr, die würden auch jemanden wie mich drauflassen? Reiten kann man Effertswesen in der Regel nicht. Sich von ihnen ziehen lassen vielleicht. Oh. Und du siehst, wie Wascha so einen träumerischen kleinen Mädchenblick kriegt und so ein bisschen so in die Ferne starrt und sich anscheinend gerade ausmalt, wie es wäre, auf einem Delfin durch Efferts Bogen zu reiten. Also, ich glaube, wenn wir hier in dem Perlenmeer helfen wollen, dann sollten wir vielleicht nicht mit den großen Brocken anfangen, also mit den großen Archen oder der Knochenotter oder wo diese Archen herkommen. Aber hier, dieser Mann, der so ein bisschen klingt wie ein Frosch. Ich meine, wir müssen den Leuten helfen, bevor sie von den Lehren der tiefen Tochter verführt werden und ja. Außen kommt Rodrigo doch aus Seele. Ist jetzt nicht um die Ecke, aber er kennt sich da ja schon aus. Stimmt. Aber ich denke, sie hätten uns nicht diese Infos gegeben, wenn sie nicht wollten, dass wir langfristig... Naja, oder dass wir uns zumindest schon mal Gedanken machen, wie wir sie am besten... Also wie wir ihnen... Ja, wie sie sofort handhabt werden können. Ich habe euch doch erzählt, dass ich in Tobrien gehört habe, dass sie sagen, ich noch über Land laufen können. Fällt da gerade noch eine Geschichte ein, die ich gehört habe von einem der Jungs, die aus Isilia wieder rausgekommen sind. Scheinbar ist aus dem See selbst eine dieser Archen aufgetaucht. Nicht herbeigelaufen oder geschwommen, sondern einfach aus dem See gekommen. Also können dort diese Archen auch geboren werden, oder? Ich weiß es nicht, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo sie herkommen. Vielleicht werden sie wie andere Dämonen auch einfach gerufen. Oder dass es dort einen unterirdischen Zugang gibt zur Tobrischen See? Davon weiß ich nichts. Ich kenne auch niemanden, der jemals so etwas gesagt hätte. Und wenn es einen gibt, ist der sehr gut verborgen. Schon ganz schön gruselig, der Gedanke. Da wird man so gefressen. Ich möchte fast die Wahrheit, was nur Barbarat. Und der ist tot. Wenn wir Glück haben, treffen wir einfach den Rest unseres Lebens nie wieder eine dieser Archen und können die ganze Sache vergessen. Aber wir haben die Infos doch nicht deswegen bekommen, oder? Habt ihr mitbekommen, was in den Tavernen für Zettel hängen? Immer noch die... Ach, verzeiht. Wie heißen sie? Steckbriefe? Naja, die meine ich nicht.
Aber, naja, jetzt auch gerade hier in Kunchum. Die Handelshäuser haben wohl Steckbriefe ausgehängt und naja, sie geben eine Belohnung aus für diejenigen, die die Archen dann vernichten. Also wenn man, die großen kaputt macht, dann soll man wohl eine 250.000 Dukaten bekommen. Boah. Ach du. Wie gesagt, wir sind hier nicht für die Belohnung. Augen weiten sich riesig. So viel Geld kann man gar nicht zählen. Wenn ich mir sicher bin, dass Amiral Sarnin dieses Geld dringend brauchen könnte. Ich glaube, das können wir uns aus dem Kopf schlagen. Ich meine, da wurde doch eine ganze Galeere voller Rondra-Geweihte oder von so einer Arche hingerichtet. Nur so zwei Fall der Fälle. Wo kriegen wir Brandöl her? Wahrscheinlich aus der Alchemistengilde hier, oder? Aber naja, Jalan, überleg doch mal. Würdet ihr einen Fisch mit Feuer bekämpfen? Das macht doch keinen Sinn. Wir sollten etwas anderes nehmen, meint ihr nicht? Ich meine, dieser Fischer klang ja so, als konnte er, als wäre es in ihm an der Arche trocken gewesen. Er sagte, was für schleimige Haut. Ja, zumindest trocken genug, dass man atmen kann. Der schon mal versucht, einen Oktopus abzufackeln? An was? Wie heißen nochmal die Dinger mit den langen Tentakeln? Die heißen doch so ähnlich, oder? Guck mal Everdius an. Oktopus oder Tintenfische? Kraken. Nicht diese riesen Dinger auf den Karten, sondern die ganz kleinen, die mit den lustigen Händchen. Also mit diesen Dingern und ja, man schlackert mal so mit dem Arm hin und her. Habt ihr eine bessere Idee? Ich bin immer noch dafür, dass wir es mit Eis versuchen, wenn wir das schaffen. Eis kann ich aber nicht in Fässer gießen und mit mir führen. Vendijan, wenn ihr da drin, könnt ihr auch sowas wie Kasim, dass ihr so eine Eisexplosion macht? Nein, sowas kann ich leider nicht. Aber ich finde Janans Idee doch gar nicht so schlecht. Diese Archen, die scheinen doch aus so etwas wie Holz zu bestehen. Wenn es auch völlig pervertiert ist und Holz brennt. Das ist eher Knochen, oder? Von dem, also was ich gelesen habe. Ich erinnere mich noch daran, dass Kasim mal erzählt hat, dass sie wohl anfällig gegenüber reinen Elementen sind. Ja, also wenn aus einem Schiff erstmal ein Feuer ausgebrochen ist, das passiert ja nicht häufig, aber wenn, dann ist das schon immer ein ziemliches Problem. Und dieses Brandöl, ich meine, das kann man auch sogar auf Wasser kippen und es brennt weiter. Also, ja, Versuch wäre es wert. Aber trotzdem müssen wir irgendwie versuchen, an diese Dinger heranzukommen. Offensichtlich ist der offene Angriff der falsche Weg, wenn ihr erzählt, dass selbst ganze Schiffe voller Krieger von ihnen niedergemacht werden. Wir müssen versuchen, irgendwie heimlich an diesen Ort zu kommen, den ihr Herz nennt, wo sie vermutlich ihre Kraft gespeichert haben, wenn es diesen Ort tatsächlich gibt. Vielleicht ist aber auch der Unterschied, dass sie die anderen Schiffe überraschend überfallen und wir wüssten schon Bescheid, dass sie kommen und wären gewappnet. Ich glaube, dass die Archen nicht wissen dürfen, dass wir überhaupt da sind. Auch wenn wir vorbereitet sind, glaube ich nicht, dass wir eine Chance haben im direkten Kampf. Ich glaube das auch nicht. Das eine, also wir haben ja schon jetzt mittlerweile ja schon zwei Archen gesehen. Das eine in Boran und dann eine auf offener See, aber das kam ja von unten. Also es ist ja nicht mal übers Wasser gelaufen oder geschwommen oder gerudert, sondern das ist getaucht. Ich habe noch nie eine gesehen. Seit wo? Aber wie seid ihr ihnen denn kommen, wenn ihr sie schon gesehen habt? Warum haben sie euch nicht gefressen? Zauberei. Raios gefällige Zauberei. Myria lehnt sich so ein bisschen über Jalan rüber und schaut zu Predidian. Das steht noch aus. Magie ist nicht immer Raios gefährlich, nur weil sie seinen Zwecken dient. Und nicht jede Magie, die Praxis gefährlich ist, dient auch seinen Zwecken. Aber nehmen wir mal an, wir würden es dort reinschaffen, mit irgendetwas, was so alles in die Luft sprengt. Wie würden wir es wieder rausschaffen, sodass nicht einer von uns sich mit dem Sprengzeug opfern müsste? Man sollte meinen, Vascha, du wüsstest mittlerweile, dass wir normalerweise keinen Plan zum wieder rauskommen haben. Naja, im Zweifel dort hinaus, wo wir auch reingekommen sind.
Das letzte Mal habe ich improvisiert und es hat super geklappt. Ja, vor allem, wir haben keinen Plan von diesem Schiffsgrundgerüst. Und vor allem verändert er sich ja sowieso immer, also. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir dann vom Board springen können, einfach ins Wasser rein. Ja, gibt es etwas, das erst langsam in die Luft fliegt? Also was man dort platzieren könnte und man ist wieder raus und es dauert und wenn es quasi mit einem, also wenn es quasi, oh Gott, ob mein Charakter das wüsste. Zündschnur. Ja, dann bekommt gerade ein Flashback von der Szene in dem Benalla-Hochtempel. Nicht von, was für eine Zündschnur, das meine ich nicht. Ich meine etwas, was quasi, also wenn ich eine Kerze habe und ich mach da die Hand drüber und nehme sozusagen, naja, dann geht sie irgendwann aus. Davon weiß ich nichts, aber ihr könnt ein Stück Seil in Öl tränken und das dann verdrehen. Ich weiß nicht genau, Ragnar kannte sich da besser aus. Und je nachdem, wie lang das dann ist, brennt das ziemlich langsam. Und man hat genug, aber das Zeit, fällt um doch auf. Es geht doch um etwas, was plötzlich passiert, aber der andere ist trotzdem schon raus. Ihr könnt nicht alles haben, schätze ich. Habe ich Alchemie? Ja, Alchemie oder Kochen. Also wenn du Kochen hast, kannst du es auch davon ableiten. Weil ich bin die ganze Zeit am Drucksen, weil ich Oti so viele Ideen habe. Die kann ich eigentlich nicht wissen. Ja, werf sie halt ein. Also ist okay, aber... Keine Ahnung. Ja, also Sagen und Legenden kannst du ja immer gehört haben. Dann streust halt ein paar falsche Infos noch ein. Ja. Ich habe gehört, wenn irgendwas, ich glaube sie nannten es, reagieren, dann macht's buff. Ich bin kein Alchemist. Ich weiß nur... Also wenn man etwas finden würde, was da drinne wäre, ich meine, er sagt, es ist faulig. Ich habe schon mal gesehen bei Leichen, dass sie so aufquillen, wenn die zu lange irgendwo liegen, in der Sonne zum Beispiel. Das heißt, da bilden sich doch dann Gase. Und... Ich erinnere mich da an einen gewissen Wal. Und wenn man was da reinbringt, dass die Gase irgendwann halt zum Explodieren bringen würde, dann würde das doch funktionieren, oder nicht? Dann könnte derjenige, der es reingebracht hat, es wieder nach draußen schaffen und es würde gar nicht so auffallen, diesen komischen Wächtern dort. Jetzt müssen wir nur noch einen riesigen, aufgedunsenen Wal in das Innere einer Dämonenarche bringen. Richtig, und der darf, dann, und der darf da dann noch nicht auffallen. Ich hab doch gerade gesagt, dass das Fleisch sowieso schon faulig und verdorben da drin ist. Da brauchen wir doch keinen Wal mehr für. Myriel reibt sich über das Kinn. Wasserleichen. Was? Nein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Wasagida. Warum hacken wir uns nicht einfach den Weg durch die Außenhülle, suchen diesen verfluchten Navigator und treiben ihm ein Schwert durchs Herz? Ja, Alan, genau das ist der Grund, warum wir letztes Mal fast den Kopf verloren haben. Fast. Nur fast. Wäre ich nicht da gewesen, wärt ihr alle draufgegangen. Also seid nicht so wagemutig. Ein Plan B ist nie verkehrt. Aber es gibt tatsächlich Stoffe, die, wenn man sie zusammenbringt, sie eine sehr starke Reaktion zur Folge haben. Ich kenne mich nicht genauso aus, wie man sie herstellt, aber das funktioniert auf jeden Fall. Trotzdem muss dann immer noch jemand da sein, der diese Stoffe zusammenführt. Das löst, glaube ich, das Problem nicht. Können sie nicht erst langsam miteinander reagieren? Hört auf zu fragen. Fragt an Alchemisten, wir wissen es nicht. Frosty, kenne ich einen, irgendjemand, der sich sowas auskennen könnte hier in der Stadt? Elikara von Braumark. Ich weiß nicht, ob du dich unter solchen, vielleicht in so einer Drogenküche, das kann sein. Machen wir eine Gassenwissenprobe plus 7. Frosty, wir haben doch unsere Haus- und Hofalchemistin mit in die Stadt gebracht. Ja. Kann man ja auch fragen. Richtig. Müsste man nur finden. Die macht zwar eigentlich Heiltränke oder sowas. Ich kenne einen Traum. Aber die hat auf alle Fälle Informationen, weil sie beim roten Salamander ist. Ja, dann Modifikator plus 7. Ja, ich habe herausragendes Aussehen. Wir haben gesagt, richtig. Bei Gassenwissen ja, zählt das, deswegen plus 4. Weil es ist eine Theorieprobe. Es ist eine Theorieprobe, ob du so jemanden kennst. Darum geht's. Ich hätte es aber sogar mit einer plus 7 erschwert. Ich weiß, das sehe ich. So, ja, du kennst jemanden, der das gemacht hat und da explodiert das häufiger im Labor, aber das will der eigentlich gar nicht.
Er kennt sich jetzt halt mit Explosionen aus. Aber naja gut, jetzt hat er auch keine Augenbrauen mehr und eine verbrannte Gesichtshälfte und er sieht halt so ein bisschen matschig aus. Und seine Wunden eitern auch mal so ein bisschen. Das liegt wohl an den ganzen Chemikalien, die jetzt in sein Gesicht eingedrungen sind oder so ein bisschen verformt haben. Also, und jemand, der uns helfen kann und nicht einen, der selber kommt. Ja, er ist dir sehr gut in Erinnerung, weil so gut wie du aussiehst, so hässlich ist er. Toll. Also das ist wohl jemand, der in der Unterwelt von Kunchum arbeitet und das ein oder andere Mal mit Drogen experimentiert hat und ja, der zieht auch oft um, aber du kannst ihn finden. Okay. So, Namengenerator, schauen wir mal, wie der Gute heißt. Er heißt Avaris. Avaris Mustafa. Das ist, wie gesagt, ein widerwärtig aussehender Mensch mit Brandnarben und Verletzungen und der kennt sich mit brennbarem Zeug aus. Okay. Oder ihr sucht eure Bordalchemiste. Also ich würde den auf jeden Fall aufsuchen. Aber sag mal, der Admiral Sanin, der hatte doch auch schon eine Arche versenkt, oder nicht? Meint, ja, die sind alle verschieden, aber... Haben sie zumindest behauptet. Wenn wir das Wrack von der finden könnten, könnten vielleicht etwas über die Form von dem Schiff lernen und vielleicht haben sie alle an derselben Stelle einen Schwachpunkt. Halte ich für unwahrscheinlich. Könnte aber wert sein, darüber sich zu informieren. Die Frage ist nur, wie kriegen wir diese sehr spezifische Information aus irgendjemandem raus? Wer könnte sowas wissen? Außer Sanin selbst. Ich wollte gerade sagen, hatte der Mann vor der KGIA nicht gesagt, dass diese Erde bald kommt? Ja. Na, dann fragen wir den Kapitän halt selber. Ich hatte gehofft, nicht erklären zu müssen, wie wir 4 Mann verloren haben. Also es gibt ja immer Mittel und Wege, Sachen aus Leuten rauszubekommen. Wenn man ihnen nicht gerade androht, sie umzubringen, bevor sie was gesagt haben. Böser Blick auf Brindidja nochmal. Hat Bruderschwester Dexter Nemrod nicht vielleicht solche Informationen? Der ist doch immer bestens informiert. Dexter Nemrod weiß alles. Die Frage ist nur, was er bereit ist, mit uns zu teilen. Naja, wenn wir dadurch diese Dämonarchen besiegen können. Gut, ja. Dann sollten wir ihn das einmal fragen. Aber ich würde auch gerne sehen, Wascha, wie du aus Kapitän Sanin herauskitzelst, wo er die Arche denn genau versenkt hat. Ich kann es zumindest versuchen, er kennt mich gar nicht, wenn er nicht weiß, dass wir miteinander zu tun haben. Sag mir Bescheid, willst du ihn jetzt? Das möchte ich nicht verpassen. Gut. Okay. Dafür muss er aber erstmal wieder hier sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr weiter springen in der Zeit und ihr könnt dann mit Gassenwissenprobe die Kara von Brabak suchen. Ihr könnt natürlich auch den sehr kompetenten Avaris Mustafa finden. Ihr könnt andere Dinge tun. Ich nehme mal an, in 1-2 Tagen wird uns die Uri reingeschleppt. Genau, ich hatte ja gesagt, einen Tag später oder sowas sind dann die Betten schon da und der Tisch und die Bücherregale wurden dann nach und nach von Borgmann gezimmert und Wascha hat auch schon Sachen aufgehängt, die Stoffe und zurechtgeschnitten. Also wir sind schon wieder ein paar Tage später und dementsprechend wird dann auch irgendwann heute die Uri reingefahren irgendwann. Also die möchte ich mir dann mit der Vorderreise zusammen begucken und natürlich dem Rest, wenn er mit möchte.